Ja, hallo, schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Ja, ihr hört jetzt den Vortrag von Pamina. Sie kommt von der Universität in Bamberg und sie hat einen Bachelor in Soziologie gemacht und studiert jetzt im Master Survey-Statistik. Und ja, worüber ihr Vortrag geht, das hört ihr jetzt selber. Gut, ja, guten Morgen. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über die Messung von subtiler Diskriminierung und da an einem konkreten Datenbeispiel einen Data Mining Ansatz zur Klassifikation von Textdaten. Wie mache ich das heute? Ich erzähle euch erst ein bisschen was, wie wird momentan quantitativ Diskriminierung untersucht, also was ist so der Status quo, was ist da vielleicht die Problematik, spreche da dann über subtile Diskriminierung und in dem Zuge dann, wie kann eine subjektive Messung dazu beitragen, diese subtile Diskriminierung gut zu messen oder vielleicht überhaupt messbar zu machen? Vergleiche dann natürlich die objektive, traditionelle Messung mit meiner subjektiven Messung. Erkläre euch dann den kurzen Data Mining Ansatz zur Messung von diesen subtilen Botschaften und wie der vielleicht helfen kann oder auch nicht. Erkläre euch dann wirklich ein konkretes Beispiel an einem naiven Bayes-Algorithmus. Und habe danach noch ein kurzes Fazit und gehe dann auf eure Fragen ein. Das heißt, wie wird aktuell quantitativ Diskriminierung gemessen? Wie ist der Status quo? Was wird da gerade so gemacht? Meistens wird das mit Experimenten gemacht, sogenannten Correspondence-Tests. Bei einem Correspondence-Test hat man meistens Bewerbungen oder man ruft bei Arbeitgeberinnen an oder irgendwie sowas, auch mit Wohnungsgebern. Man bereitet Bewerbungen vor oder Anrufe und variiert dabei jeweils ein oder zwei Merkmale, die, auf die man die Diskriminierung untersuchen möchte. Das heißt, man variiert zum Beispiel den Namen, nimmt einmal einen typisch türkischen Namen, nimmt einmal einen typisch deutschen Namen und schaut dann, okay, wie unterscheiden sich denn die Rückmeldungen der Arbeitgeberinnen oder der Wohnungsgeberinnen? Geht auch in anderen Kontexten. Und wenn sich da dann ein Unterschied zeigt, dann lässt das auf Diskriminierung rückschließen, zumindest möglicherweise. Ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil da gibt es ja auch viele Variablen, die man beachten muss, aber insgesamt, wenn man das quantitativ untersucht, ist das so das, was aktuell gemacht wird. Und wie ich schon gesagt habe, man guckt sich die Rückmeldungen an. Aber welche Rückmeldungen? Es sind eigentlich immer objektive Rückmeldungen in diesem Correspondence-Test, das heißt, man schaut entweder, okay, werde ich zu einer Bewerbung eingeladen oder werde ich nicht eingeladen? Oder kriege ich eine Zusage zu einer Wohnung oder nicht? Sowas. Es ist immer eigentlich eine binäre objektive Variable. Der Vorteil diesen Tests ist, das ist relativ leicht messbar, weil ob ich eingeladen werde oder nicht, da gibt es jetzt nicht viel Interpretation. Und das macht halt eine quantitative Messung auch leichter. In der qualitativen Forschung gibt es ein bisschen ausführlichere Experimente, aber die funktionieren nochmal ganz anders und ich fokussiere mich auf die quantitative Untersuchung. Der Nachteil an diesen objektiven Messungen ist, dass da ein Teil der Diskriminierung verloren gehen kann. Der ist nicht messbar. Warum? Weil der eben nicht in diesen objektiven Rückmeldungen auftritt. Da kommen wir jetzt erst zu meinem Beispiel. Ich erkläre euch dann noch ein bisschen, warum. Was ist denn da nicht messbar? Und wieso ist das gerade heute problematisch? Ein Beispiel für eines dieser Experimente, was ich euch gerade allgemein erklärt habe, benutze ich als Datengrundlage. Das ist ein Experiment von Schmaus und Christen, ist gerade noch im Publishing-Prozess, kommt bald raus. Die haben ein Experiment zur Messung von Diskriminierung aufgrund von türkischen Akzenten vorgenommen. Dabei haben sie Schauspielerinnen und Schauspieler genommen und bei Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen anrufen lassen und haben die nachfragen lassen, ja, ob eine Stelle noch frei ist und wie denn so die Chancen sind und haben noch ein bisschen so ein Gespräch drumherum geführt, einfach damit das auch nicht so auffällt. Die haben dabei drei Typen von Anruferinnen genommen. Typ 1 hatte einen deutschen Namen und keinen Akzent. Typ 2 hatte einen türkischen Namen und auch keinen Akzent. Und Typ 3 hatte einen türkischen Namen und einen türkischen Akzent. Das heißt, man kann damit sowohl untersuchen, okay, ist dieser türkische Name, also vermutlich die ethnische Herkunft, ein Diskriminierungsmerkmal oder liegt das vielleicht am Akzent? Das heißt, das kann man dadurch ganz gut unterscheiden, wenn man alle drei Typen vergleicht.
was ich als Datengrundlage habe, nur dass ihr das wisst, das sind die transkribierten Dialoge. Und ich habe nach Ausschluss einiger unbrauchbarer Telefonate noch ein N von 1109. Genau, soweit meine Datengrundlage. So, warum sage ich, so eine objektive Messung kann nicht alles abgreifen? Das Problem ist, dass Diskriminierung immer mehr subjektiv stattfindet. Subtil, sorry. Das heißt, ich mache nicht direkt den Unterschied, sondern ich mache das ein bisschen unauffälliger. Stellt euch vor, der eine ruft bei dem Arbeitgeber an und sagt, ja, ist die Stelle noch verfügbar, und bekommt die Antwort, ja, auf jeden Fall, schicken Sie unbedingt Ihre Bewerbung rein, wir freuen uns. Und der andere bekommt die Antwort, ja, ist schon noch, also schon noch frei, können Sie schon schicken. Die objektive Messung würde beides gleich bewerten. Aber ihr seht, das macht schon einen Unterschied. Also ich würde nicht beides gleich bewerten. Das heißt, man braucht vielleicht eine Messung, die auch das abgreifen kann. Da gibt es schon Ansätze, wo man die Anruferinnen danach bittet, okay, kannst du das bewerten, wie hast du das Gespräch wahrgenommen? Das Problem an den Messungen ist, meistens ist es eine Skala von 1 bis 7 oder 1 bis 10, ja, wie warm war der Gesprächspartner, wie nett war der, und die Variation in dieser Skala ist nicht so groß, liegt daran, dass die Interviewer und Interviewerinnen meistens nicht so in der Lage sind, das selbst so einzuschätzen, weil sie auch nicht den Vergleich haben. Sie führen ja meistens nur ein bis zwei Gespräche. Deswegen. Das heißt, wir brauchen vielleicht eine bisschen bessere subjektive Messung, auf die wir uns aber auch gleichzeitig verlassen können. Das heißt, wir wollen nicht jeden Einzelnen fragen, weil die Wahrnehmungen auch sehr variieren können. Das heißt, ich habe mir eine subjektive Messung überlegt, habe das mal ausprobiert und habe dafür, also ich habe das erst selbst gemacht, um mir das selbst mal anzugucken. Meine Meinungen zählen aber nicht mehr mit rein, weil ich einfach nicht, also ich hatte die Namen der Anruferinnen ja drin. Das heißt, ich habe gesehen, war das ein türkischer Name, war das ein deutscher Name. Das heißt, ich war schon biased. Ich habe diese Cues einfach rausgenommen, damit das total neutral ist, und habe das dann an drei Coderinnen gegeben, unabhängig voneinander, und habe alle gebeten, ja, lest euch mal jeden Dialog durch, versetzt euch in die Lage des Anrufers oder der Anruferin und schätzt dann ein, okay, denkt ihr, ihr habt eine Chance oder nicht? Einfach euer Bauchgefühl. Ist denen auch so ein bisschen schwer gefallen, weil man selten in der quantitativen Forschung was mit Bauchgefühl macht. Und das war dann mal für die auch was anderes. Ich habe dann von den drei die Mehrheitsmeinung genommen, weil es klar ist, man ist sich nicht immer einig. Aber zum Einschätzen, ich habe mal die Inter-Rater-Reliabilität getestet und habe einen Fleiß-Kappa von 0,712. Und das ist gerade bei drei Coderinnen sehr hoch. Also gerade für eine subjektive Messung kann man absolut nicht meckern. Steht für eine extrem hohe Übereinstimmung. Das heißt, sie waren sich wirklich in den meisten Fällen einig, wie sie es einschätzen, obwohl es ja eine subjektive Einschätzung war. Genau. Das heißt, was habe ich jetzt? Ich habe die traditionelle Messung aus dem Originalexperiment, das heißt die objektive Einschätzung. Und ich habe jetzt eine subjektive Variable. Das heißt, ich kann jetzt die beiden vergleichen. Wenn in den Messungen Unterschiede bestehen, ist das auf jeden Fall, was man sich angucken muss. Weil diese Unterschiede können diese subtile Diskriminierung enthalten. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal beide Messungen an. Das ist jetzt der Vergleich. Das sind irgendwie 12,6%, in denen sich beide Messungen unterscheiden. Also schon einige der Gespräche, wo die objektive Messung nicht der subjektiven entspricht. Das heißt, entweder der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin hat gesagt, ja, die Stelle ist noch verfügbar, aber man hat eindeutig dieses Gefühl bekommen von, nein, okay, ich kriege den Job sowieso nicht. Oder andersrum, der Arbeitgeber sagt zum Beispiel, oder die Arbeitgeberin, nein, die Stelle ist nicht mehr verfügbar, das hatten wir ganz oft, und dann hieß es aber manchmal, ja, aber schicken Sie trotzdem mal noch was rein, vielleicht tut sich da ja noch was. Sowas, damit ihr da ein bisschen Einblick habt. Genau. In den anderen Fällen hat es übereingestimmt. Super. Das heißt, objektiv und subjektiv stimmen überein. Brauchen wir uns nicht näher anschauen erstmal. Aber das sind ja jetzt erstmal nur Unterschiede. Wir wissen nicht, wie die verteilt sind, ob die sich auf die drei Anrufertypen verteilen. Also ob das vielleicht einfach zufällig ist. Kann ja sein. Zeigt sich. Ja, relativ. Ich habe jetzt mal mit der... Also oben haben wir die objektive Messung
Und unten haben wir die subjektive Messung für alle drei Typen. Das heißt, den Anteil der positiven Messungen. Und wir sehen, die Unterschiede zwischen den Typen variieren nicht stark nach Messung. Es ist ein bisschen Unterschied. Das heißt, es ist so eine leichte subtile Diskriminierung, die wir feststellen können. Zumindest darauf können wir zurückschließen, weil der Effekt etwas stärker ausfällt. Also der Diskriminierungseffekt, sage ich jetzt mal. Weil die Unterschiede zwischen den Typen schon beim subjektiven Maß etwas stärker sind als beim objektiven Maß. Gut. Soweit zu meiner Messung, was ich gemacht habe, warum ich das gemacht habe. Was ich dann mir überlegt habe, okay, so eine subjektive Messung ist extrem zeitaufwendig und damit auch kostenintensiv. Ich meine, gut, ich habe jetzt nur 3 Coderinnen gehabt, geht noch, zeitlich trotzdem super aufwendig. Ich meine, jeder Coder muss 1109 Dialoge lesen und bewerten. Könnt ihr euch vorstellen, das dauert ein bisschen. Und wenn man das noch mal ein bisschen größer anlegt, in noch größeren quantitativen Untersuchungen, dauert das noch länger und ist noch kostenintensiver, weil man auch vielleicht noch mehr Coder braucht. Also ich hab dann später noch eine Messung gemacht, da hatte ich dann auch noch mal mehr, das dauert. Möglich, wie können wir das vielleicht ein bisschen reduzieren? Vielleicht hilft uns Data Mining dafür. Das heißt, wir nehmen einen Teil der Daten, lassen den wirklich per Hand kodieren, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, aber eben nicht alles. Vorstellbar, bei großen Daten sitzen wir noch, dass wir nur die Hälfte kodieren lassen. Und dann könnten wir, wenn das funktionieren würde, einen Data Mining Algorithmus auf Grundlage dieser Daten und dieser Einschätzungen schreiben, der uns dann den Rest klassifiziert. Damit würden wir uns die Hälfte der Arbeit sparen. Dafür müssen wir uns aber erstmal anschauen, funktioniert das denn? Ist so ein Algorithmus überhaupt in der Lage, diese subjektiven Botschaften greifbar zu machen, die zu erkennen? Und da habe ich ein Beispiel gemacht, ich habe auch noch mehr gemacht, ich habe euch heute eines mitgebracht. Ich gehe später ganz, ganz kurz noch auf die anderen ein, aber es würde jetzt den Rahmen echt sprengen. Ich habe euch jetzt einen naiven Bayes-Algorithmus mitgebracht. Dafür musste ich die Daten erstmal vorbereiten. Das dauert ein bisschen. Gerade mit deutschen Daten ist es ein bisschen schwierig. Wenn man englische Textdaten hat, geht das alles etwas leichter. Das heißt, wenn ihr mal mit englischen Daten arbeitet, habt ihr einen Vorteil. Also, was mache ich mit den Daten? Ich muss die vorbereiten, ich muss aus den Texten einen Korpus erzeugen, mit dem der Algorithmus oder das Programm etwas anfangen kann. Das heißt, ich muss erstmal alle Rechtschreibfehler rausnehmen. Ich nehme alle Zahlen raus, ich nehme Satzzeichen raus. Ich nehme Wörter raus, die keine Bedeutung haben, also beispielsweise Pronomen. Die haben jetzt nicht so viel Bedeutung, kann man rausnehmen. Und dann ganz wichtig, das Stemming, also die Stammwortreduktion. Beispiel, lernen, gelernt, erlernte, lernte, sind unterschiedliche Wörter, würden unterschiedlich behandelt werden, haben aber alle das gleiche Stammwort, das heißt, ich reduziere es auf lernen und damit würde es behandelt werden, als wäre es dasselbe Wort. So, das ist so die Vorbereitung so im Groben. Da nehme ich eben einen Teil meiner Daten als Trainingsdaten, ich habe es mit 65% gemacht, ich habe es mit 70% gemacht, mit 75% ist alles egal. Ich habe euch jetzt das 75% Beispiel mitgebracht. Und wie sehen die Daten jetzt aus? Ich habe eben den bereinigten Textkorpus und ich habe die subjektive Messung, also 0 oder 1. Lass darüber eine naive Bayes-Klassifizierung laufen. Das basiert ungefähr auf dem, es schaut sich an, okay, welche Wörter werden wie häufig verwendet, wofür spricht das und dann versucht es das zu matchen. Ganz grob. Kann ich euch auch, wenn das jemanden stärker interessiert, noch ein bisschen mehr erklären, aber ja. Genau. Lass das dann über die Testdaten, also die anderen 25% laufen und vergleich dann, okay, wie hat der Algorithmus das klassifiziert und was war die tatsächliche subjektive Einschätzung meiner Coder? Und das habe ich euch mitgebracht. Also, ihr seht, es sind 79%, wo es funktioniert. Also da stimmen die subjektive Messung meiner Coder mit der Klassifizierung des Algorithmus überein. Ist tatsächlich für so einen naiven Bayes-Algorithmus und für so eine, gerade im Deutschen, so eine Klassifizierung gar nicht so schlecht. Ich habe das auch mit anderen gemacht, also ich habe sowohl noch ein neuronales Netz drüber laufen lassen, als auch ein Random Forest. Die Ergebnisse waren sehr ähnlich,
Ich habe euch das mitgebracht, weil es jetzt einfach am einfachsten war und weil es auch der erste war, den ich gemacht habe. Da hänge ich auch so ein bisschen dran. Genau, also hier seht ihr die Ergebnisse von diesen 25%. Deswegen sind das auch nur noch 277 und nicht die 1109 von vorhin. Ja, das Problem ist natürlich, 79% ist mir jetzt nicht genug. Das ist mir nicht reliabel genug aktuell. Das heißt, ja, man kann das schon machen und ist tatsächlich mal interessant zu gucken, okay, sind Algorithmen denn in der Lage, diese subjektiven Messungen auch aufzufangen? Ich habe das nämlich auch, Fun Fact, über die objektive Messung laufen lassen. Da hatte ich irgendwie 90%. Also der Algorithmus ist durchaus in der Lage, die objektive Messung sehr gut eigentlich einzuschätzen. Bei der subjektiven Messung hapert es ein bisschen. Das heißt, der ist jetzt noch nicht in der Lage, das aufzugreifen, was wir aufgreifen, wenn wir so ein Gespräch lesen. Okay. Das heißt, bisher werden eben objektive Messungen verwendet in diesen Correspondence-Tests. Eine subjektive Messung kann wirklich dazu beitragen, diese subtile Diskriminierung aufzugreifen und messbar zu machen. Wie gesagt, ich habe hier Limitierungen. Es ist ein kleineres Experiment, da gibt es deutlich größere nochmal. Ich habe nur 3 Coderinnen und ich habe euch nur eine Messung mitgebracht. Ich habe noch ein paar mehr gemacht, das ist noch Work in Progress gerade. Genau, das heißt aber, so eine subjektive Messung ist es durchaus wert, dass man sich das mal anschaut und da tatsächlich auch rein investiert, weil Diskriminierung eben nicht mehr so offen stattfindet, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Einfach weil Menschen auch mehr Angst vor Sanktionen haben, verständlicherweise. Diese Data Mining-Vorgehen können dazu beitragen, so eine Messung zu vereinfachen oder zu verkürzen, haben aber aktuell noch große Probleme. Vielleicht kann man da noch dran arbeiten, vielleicht funktioniert es auch einfach nicht. Vielleicht werden wir nicht an den Punkt kommen, dass ein Algorithmus das aufgreift, was wir subjektiv wahrnehmen. Das weiß ich nicht. Und damit bin ich am Ende und freue mich auf Fragen von euch. Danke.